Willkommen zurück, Leute, bei Let's Play Dragon Quest 8, die Reise des verwunschenen Königs. Wir landen jetzt bei Ampudia, unserer alten Freundin und Kupferstecherin. Zumindest hoffe ich mal, dass ich ungefähr genau da lande. Das wäre, das wäre schön. Ja, perfekt. Ist sie schon da? Ja. Wir beten. Oh Gott. Dann lese ich lieber nur eine. Dass all der Schmerz ein Ende nehmen möge. Gebete erschließen den Weg. Wir werden hier sein und für euch beten. Für euch und für die ewige Vogelgöttin. Auch gut. Dann eben nicht mit euch reden. schlechter Scherz. Ja. Ja. Auch ich habe gefunden, was ich suchte und bin seit kurzem wieder zurück. I have located that which may be this world's last hope. Now I entrust it to you. The scepter. The scepter of Trodane. Careful with that. It's full of hocus pocus. Don't touch it. There is no cause for alarm. The scepter no longer harbors Rapthorn's soul. Now it holds only the souls of the seven sages. Over the passage of its long history, the truth behind this scepter has been lost. In the beginning, it was crafted by the hands of the seven sages under my instruction. And they gave it a name. They called it the Godbird Scepter. You will need it if you are to break the dark shield around Rapthorn. Only when it is broken will he become vulnerable. Only then can you fight him. I will fly you to his location. The Lord of Darkness will engage you in mortal combat. Yeah, mortal combat! But you must endure his attacks as you pray for the power of the scepter. Na toll. When the four of you pray for its power in unison, one by one, you will summon the souls of the sages to unlock the power of the orbs. I can give you no more advice. Do you understand what you must do when you face the Lord of Darkness? Ja, es gefällt mir nur nicht. Aber ja. Then we cannot afford to delay this battle any longer. Are you ready? Ja. Olle, Heilung. Ja. Okay. You must fight him now. Take the scepter. Hurray, 4 Stück. Dank der rätselhaften Macht von Ampudia erhält jedes Mitglied der Gruppe das Göttervogel-Zepter. Ist ja auch wichtig. Hurray, auf Ampudia. Diesmal nicht an den Krallen, das finde ich gut. Dagegen zu knallen wäre jetzt auch klasse gewesen. Rapthorn nähert sich. In all seiner Größe und Schwabbeligkeit. Ja, und wir... wir dürfen jetzt beten. Alle beten. Nett.
Irgendwie tut mir Empyria dabei leid. Ja, eine Seele befreit. Jetzt kommen natürlich immer so die Sachen, bei denen wir dann im Prinzip ein bisschen darauf achten müssen, dass wir nicht sterben. Wir müssen also dafür sorgen, dass wir gute Verteidigung und alles Mögliche haben, damit wir halt nicht wegsterben. Wenn eine eisige Welle einsetzt, umso besser. Sag ich jetzt mal ganz ehrlich, dann kriege ich wenigstens keinen Schaden. Ja, das bringt mir jetzt viel. Obwohl, ja gut, wir hatten einen Kabum, also ja, es bringt was. Denn wir müssen alle vier gleichzeitig beten. Tun wir das nicht, passiert auch nichts. Und das ist dann... Arme Empyria. Wirklich arme Empyria. Dann müssen wir mal gucken, was kann ich denn noch machen? Schlaf, Annehmung, Kamikaze und neue Chance bringt nicht viel. Ja, egal. Dann hier. Dann kannst du. Ja, komm, mach nochmal hier den Gelehrtenstein. Ist halt der Teil des Kampfes, den finde ich selber echt einfach nur. Boing. Ja, komm, boing. Boingen wir mal. Ah. Den Teil habe ich dann doch vergessen. Aber es funktioniert. Ist auch toll. Nicht ganz so hilfreich, wie ich es jetzt hoffen würde. Weil sie jetzt tot ist, aber abgesehen davon... Gut, lassen wir also Boing weg. Boing ist nicht gut. Boing macht Schaden. Auf mich. Aber ganz ehrlich, ich mag den Rapthorn-Kampf nicht. Das ist so... Komm, bete einfach. Ich glaube, wenn es sowieso zu lange dauert, schneide ich das raus. Das ist unwichtig. Es ist halt ganz einfach, bleibt am Leben, heilt euch und gut ist. Meine Güte. Mehr muss man da eh nicht machen. Arme Empyria, ey. Ah. Tut mir echt leid. Ja, ja. Einfach abwehren, abwehren. Wobei. Nein, nicht Bombenglocke, Gottverdammt hier. Multiheilung abwehren doch. Na, wen trifft's denn diesmal? Ja. Das ist so nervig. Deswegen mache ich den Kampf nicht, weil er nervig ist. Ich meine, ich finde die Idee okay. Die Idee finde ich wirklich okay, aber der Kampf... Kampf ist so nach dem Motto, sind wir schon da, sind wir schon da, sind wir jetzt schon da, und jetzt, sind wir jetzt schon da, und jetzt. Also ich glaube gleich, mache ich jetzt einfach einen Cut und dann sehen wir uns wieder, wenn ich den letzten Weisen da endlich rausholen kann, weil vorher bringt das meines Erachtens herzlich wenig. Wenn man da nur steht und Schaden kassiert, und das ist echt so... nutzlos.
Darum mache ich jetzt einen Cut. Also wir sehen uns wieder, wenn es wirklich weitergeht. Bis dahin.